Ich eröffne unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten, HSG Wetzlar, Endstand 28:25. Ich begrüße die beiden Trainer, Trainer von Wetzlar, Gennady Kaleppo, unseren Trainer Dr. Rolf Brack und die beiden Geschäftsführer von Wetzlar, Björn Seib, und unseren Geschäftsführer Bernd Karrer. Ich denke, man hat gesehen, um was es heute geht. Es ging um viel. HBW hat glücklich 28:25 mal wieder ein Spiel gewonnen. Zum Fazit gebe ich das Wort gleich an Gästetrainer Gennady Kaleppo. Herr Kaleppo, Ihr Fazit zum Spiel. Guten Abend und Glückwunsch zum Rolf. Ja, wir wussten auch, dass für uns war auch ganz wichtiges Spiel, das in Balingen. Wir wussten auch, dass nicht so einfach hier zwei Punkte zu holen, aber trotzdem. Wir haben uns gut vorbereitet um diese offensive Abwehr mit 5-1 oder 3-2-1 Jugos oder 4-2, wie das immer das Balingen spielt. Ja, erste Halbzeit war okay. Das war schon ausgeglichene Halbzeit. Zweite Halbzeit, das natürlich wir von Anfang an verloren, glaube ich, mit 4-0. Auch bei uns dann lief überhaupt nicht Abwehrstand. Überzahl bei uns immer noch auch läuft nicht so wie wir wollen. Das ist schon fast ganze Saison bei uns ein bisschen klemmt. Ja, und bei solchen Sachen auch Torhüter, sagen wir so, auch nicht so viele gehalten. Auswärtsspiele, wir brauchen schon ein bisschen mehr Leistung von den Torhütern. Ja, und mit dieser Leistung natürlich auswärts zu punkten ist schwer. Aber trotzdem, wir schauen nach vorne und versuchen wir dann, ja, nächstes Spiel besser zu machen. Ja. Vielen Dank. Rolf, dann darf ich auch dich um dein Fazit zum Spiel bitten. Herr Kaleppo hat es schon erwähnt, bei Ihnen hat die Überzahl nicht funktioniert. Ich denke, bei dir hat heute vor allem in der zweiten Halbzeit die Unterzahl richtig gut funktioniert. Gut, das haben wir in der Halbzeit angesprochen, dass wir in Unterzahl auch nicht zu ängstlich uns verweigern dürfen, wenn wir in guter Position sind oder mit guter Dynamik aufs Tor werfen können. Da haben wir zwei, dreimal ohne auch den Ansatz eines Torwurfs in der ersten Halbzeit uns verweigert in der Unterzahl und waren da viel zu ängstlich und zu wenig mutig. Der Mut ist dann in der zweiten Halbzeit auch belohnt worden. Es waren dann immerhin fünf gegen sechs Unterzahl Angrifftore. Wir haben insgesamt, denke ich, im Positionsangriff für unsere Möglichkeiten, die wir aktuell haben, an der oberen Grenze gespielt. Man sieht, dass von der Form her bei einigen Spielern da einiges im Argen liegt auf der Mittelposition. Die Standardmittelspieler strahlen so gut wie keine Torgefahr aus. Und da war es schon, denke ich, entscheidend, dass man dann das Experiment mit Roland Schlinger gerade zwischen Gutbrot und Heffner gebracht haben, die alle drei zurzeit besser von ihrer Wurfqualität, von ihrer Dynamik sich präsentieren, wie das die anderen Rückraumspieler tun. Und das war sicherlich die Basis für einen sehr guten Positionsangriff. Wir haben ja nur drei Kontertore gemacht und kein einziges Überzahltor. Wir hatten einmal Überzahl, da haben wir dann verworfen. Und das heißt, 25 Tore im stehenden Angriff, das ist schon für unsere Verhältnisse sehr gute Quote. Wir hatten nur noch 5 technische Fehler, 13 Fehlwürfe. Auch das sind Quoten, die eher überdurchschnittlich sind. Aber wir hatten erste Halbzeit schon den Plan von Wetzlar, über die Kreisläufersituation sehr stark zu kommen, über die Rückraumqualität andererseits zu kommen, haben wir immer wieder falsche Entscheidungen getroffen und auch keine Konterqualität an den Tag gelegt, sodass die 16-16 Halbzeit natürlich schon eine richtig kitzlige Geschichte war. Gut, die Entscheidung dann mit der 5-1-Besetzung anzufangen, war sicherlich ein bisschen ein Risiko, auch einen nicht so schlechten Ziemer zu wechseln, war nicht ganz ohne Risiko und dann auch einen Schlinger auf die Mitte zu stellen. Aber das war, denke ich, dann schon wichtig, dass wir die ersten 4 Angriffe nach der Halbzeit den Vorsprung von 4 Toren dann irgendwo auch verteidigen konnten. Und auch dann trotz vieler Mängel, die ich noch gesehen habe, wie wir in der Manndeckung uns da verhalten haben, das ist war völlig dilettantisch, ohne jegliches Bewusstsein, wie man die Räume und wie man den Druck aufbaut. Das sind so Dinge, die wir morgen nochmal im Video ansprechen, weil wenn Schlinger weiter so spielt, müssen wir mit einer Manndeckung des Öfteren rechnen. Da können wir uns nicht so dilettantisch anstellen wie heute. Gab, wie gesagt, extrem viel zu verlieren für uns heute. Wir hatten mal 8 Punkte Vorsprung, oder 8 Punkte kann man fast sagen, auf einen Abstiegsplatz.
Gummersbach ist an uns vorbeigezogen, zumindest mal bis gestern. Ich glaube, jetzt sind wir wieder einen Punkt vor. Aber es zeichnet sich ab, dass es einen Abstiegskampf gibt, wo selbst 23 Punkte mit schlechtem Torverhältnis nicht reichen werden. Und deswegen ist da hinten schon eine unglaubliche Brisanz drin. Entscheidend war, dass wir jetzt nochmal ein richtiges Big-Point-Spiel auch für uns entscheiden können. Wir haben hier noch außer Hildesheim lauter Hochkaräter, den hochkarätigsten Göppingen noch vor uns im Derby. Dann kommt noch Flensburg, Hamburg und Berlin. Also da wird es nicht mehr so arg einfach werden, die Punkte, die man braucht, zu Hause zu machen. Das heißt, ich sehe so, dass wir auch auswärts irgendwo noch was reisen müssen, weil selbst mit 23 Punkten, dass wir einen Punkt noch irgendwo zu Hause holen, plus Hildesheim, dann noch auswärts irgendwo ein, zwei Punkte. Das scheint mal so die realistischste Prognose. Andererseits ist es eigentlich wieder alle Gesetze. Wir sollten jetzt ans nächste Spiel denken, das ist in Lemgo, und gucken, dass wir da die gute Angriffsleistung fortführen, besser kontern und vor allem noch konstanter und besser auch in der 3-2-1 vor allem uns präsentieren. Das war heute teilweise einfach zu offen und nicht unbedingt antizipativ auf das eingestellt, was wir vom Gegner wussten. Rolf, vielen Dank für dein Fazit. Soweit die beiden Trainer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an die beiden Trainer? Dem scheint nicht so zu sein. Dann möchte ich auch die beiden Geschäftsführer um ihr Fazit zum Spiel bitten. Herr Seib, Sie sind selber schon länger dabei, früher als Pressesprecher, jetzt als Geschäftsführer. Wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie nach Balingen müssen? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir wissen, dass es hier immer schwer wird und man immer wieder hoffnungsvoll hierher fährt und leider bislang zumindest dann immer mit einer Niederlage im Gepäck. An dieser Stelle möchte ich mal vorausschicken, dass der Sieg für Balingen heute verdient war. Die Mannschaft hat mehr Leidenschaft an den Tag gelegt, deshalb herzlichen Glückwunsch an Rolf, an Bernd und auch an die Mannschaft. Ich muss allerdings eins sagen, was ich heute zum Teil auf der Platte gesehen habe, das war mit Engagement und ordentlicher Abstiegskampfhärte nicht mehr so ganz vereinbar. Also die Aktion Edwin, den ich sehr schätze und der aus seinen Möglichkeiten das Beste macht gegen Daniel Valo, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, ob das noch mit Abstiegskampf vereinbar ist. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber heute hat es in manchen Situationen für unsere Mannschaft doch ordentlich, wenn man es umgangssprachlich sagt, auf die Fresse gegeben. Und da muss ich mich auch schützen vor unsere Jungstellen. Das war zum Teil sehr, sehr grenzwertig. Ändert nichts daran, dass wir verdient verloren haben. Die Mannschaft muss den Kampf hier annehmen. Darf sich auch von solchen Aktionen nicht so aus der Ruhe und aus dem Konzept bringen lassen, wie es in der zweiten Halbzeit war. Erfahrene Spieler, die dann zum Teil das mit sich mittragen und die Konzentration auf dem Spielfeld verlieren, das geht nicht. Sicherlich haben wir heute zum dritten Mal in Folge, der Gennady hat es schon gesagt, im Torhüter-Duell klar verloren. Und wenn man in solchen Spielen gewinnen will, dann braucht man auch eine gute Torhüterleistung. Ich denke, da haben wir deutlich Potenzial nach oben, da muss gearbeitet werden. Überzahlspiel, auch der Gennady hat es auch schon gesagt, wurde die ganze Woche über trainiert, dann muss es auch umgesetzt werden und so haben wir heute verdient verloren. Und nicht, dass das hier rüberkommt, als wären wir unfaire Verlierer. Der Sieg war verdient und Balingen hat die zwei Punkte heute, wie gesagt, zu Recht eingeheimst. Dankeschön. Herr Zeib, vielen Dank. Es liegt nicht an mir, das zu kommentieren. Ich habe sicherlich das Spiel anders gesehen, aber unser Geschäftsführer Bernd Karrer hat vielleicht da was noch zu sagen. Zunächst einmal zu deiner Gefühlswelt heute. Ja gut, die Gefühlswelt war vor dem Spiel wesentlich schlechter natürlich als jetzt. Bin zufrieden, die zwei Punkte waren meiner Meinung nach auch bleiben verdient hier bei uns. Dass von vornherein klar war, dass es ein Kampfspiel wird, war abzusehen. Und ich glaube, dass sich da so einige nichts geben, egal welche Farbe sie anhaben. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, es gibt auch einen ehemaligen Spieler, der bei uns früher war, der sich also auch nicht unbedingt so verhalten hat, wie man sich auf der Platte, um es mal so auszudrücken, benehmen sollte. Aber ich denke mir mal, es war wichtig, die zwei Punkte hier zu behalten und jetzt fahren wir nach Lemgo. Und in Lemgo dürfen wir uns nicht verstecken und müssen versuchen, da auch was mitzunehmen. Andere, die teilweise unter uns stehen, haben es vorgemacht in der letzten Zeit. Von dem her, glücklicherweise, das andere Ergebnis endlich mal auch für uns. Und ich denke mir mal, wir können zwar nicht entspannt, aber doch etwas ruhiger für die nächsten Aufgaben planen. Danke. Bernd, vielen Dank für dein Fazit. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an die vier Verantwortlichen hier vorne?
Ja, bitte. Ich möchte kurz für HBW TV die Frage wiederholen. Der Herr möchte wissen, wie Sie oder wie du das kommentieren willst von Herrn Seib, dass es mit Sport nichts mehr zu tun hat, die Aktion zum Beispiel mit Liddy Edwin. Gut, so die Einzelaktion will ich jetzt nicht kommentieren, aber frage ich Sie immer, was Sie sagen mit Sport, mit welchem Sport, mit Hallenhalmern natürlich nichts, mit Volleyball auch nicht. Und es war sicherlich ein Spiel, was von der Härte her sicherlich an der absoluten Obergrenze ist, das ist überhaupt keine Frage. Wenn man die anderen Spiele sieht, gibt es aber auch Mannschaften, die sich viel, viel schneller vom Ball lösen, die nicht immer wieder mit dem vierten, fünften, sechsten Schritt in die Abwehr mit dem Kopf heraus reingehen. Das heißt, es ist immer auch ein Wechselspiel, wie eine Angriffstaktik dann gespielt wird. Und wie gesagt, gegen Melsungen hatten wir keine 8 Unterbrechungen, weil die gar nicht zu fassen gekriegt haben. Und dann ist das natürlich immer auch eine Frage, wie jetzt eben in die Nahtstellen auch dann reingegangen wird. Aber es war, das gebe ich schon recht, es war sicherlich ein Spiel, was an der absoluten Obergrenze gewesen ist. Wir haben ja dafür, glaube ich, auch 7 Zeitstrafen bekommen. Und von daher war das natürlich immer ein Problem in den Unterzahlsituationen. Das war sicherlich entscheidend, dass wir in den Unterzahlsituationen sehr gut ausgesehen haben. Aber ansonsten wäre auch diese Härte, wenn wir diese Unterzahleffektivität nicht gehabt hätten, natürlich auch für uns schlecht ausgegangen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an die 4 Verantwortlichen hier vorne? Ich darf auch diese Frage wiederholen, warum es die HSG Wetzlar nicht geschafft hat, die Aggressivität an den Tag zu legen, die hier notwendig ist, um in Balingen zu gewinnen. Für mich ist das auch eine gute Frage. Ja. Ist der Halbzeit, da war alles okay, wir waren voll da, aber zweite Hälfte, wo wir angefangen haben, ich muss dann mit Jungs sprechen. Ja. Das war, wie du sagst, auch da war. In die Abwehr ist besonders war keine Aggressivität da. Da war ein paar diese 4 Schüsse aus dem Rückraum. Da war wir standen, wie sagen wir so, ja, Fähnchen da, keine Bewegung und so weiter. Ich brauche bei solchen Spielen auch ein paar Etweine und solche Fouls zu machen. Ich gebe das zu. Ja. Das natürlich war ein bisschen faul, sagen wir so, ja. Unter den Gürtel, aber bei solchen Spielen, du brauchst sowas, ja, und gut, wir das wissen, weil er spielt schon hier ein paar Jährchen, dass er nicht so fair spielt und wir spielen Handball, für mich das geht gut, aber ich frage mich auch, warum bei meiner Mannschaft, weil solche Spiele waren nicht da. Ja. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann habe ich noch an Herrn Seib eine Frage. Ihr habt am Freitag vom Sportgericht die 2 Punkte bekommen. Es bietet sich jetzt an, weil Herr Petkovic von Frisch auf Göppingen eigentlich gerade da ist. Wie werdet ihr die Sache weiter bewerten? Ihr habt jetzt 2 Punkte und Klimowitz trotzdem gesperrt bis zum Saisonende. Irgendwo nach meinem Dafürhalten ein salomonisches Urteil zum Nachteil von Göppingen. Vor- oder Nachteile will ich jetzt hier nicht bewerten. Ich denke, wir waren auch etwas überrascht, als das Gericht Herrn Klimowitz weiter oder Herrn André weiter gesperrt hat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst wird das schriftliche Urteil jetzt zugehen. Danach haben wir 2 Wochen Zeit, uns zu überlegen, inwieweit wir weiter vorgehen wollen in diesem Punkt. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir die Punkte nun zum zweiten Mal bekommen haben. Sportlich war es verdient auf dem Spielfeld, unserer Meinung nach, und jetzt auch gerechtfertigt vom Gericht in Sachen Klimowitz, wie gerade gesagt. Werden wir das gemeinsam mit unserem Anwalt und dem André prüfen und dann werden wir, wenn was ist, es auch kundtun. Also ich habe das richtig verstanden, es steht möglicherweise noch ein Einspruch gegen die Sperre von Klimowitz im Raum. Vielen Dank. Gibt es sonst noch weitere Fragen von der Presse an die 4 Verantwortlichen? Wenn dem nicht so ist, dann habe ich noch die anderen 2 Ergebnisse von heute. Füchse Berlin gegen Hildesheim 36-18 und Bergischer HC gegen MT Melsungen 25-27. In der Tabelle hat sich der HBW damit auf Platz 12 wieder nach vorne geschoben, Wetzlar auf 14. Ich darf damit die Pressekonferenz beenden, wünsche Ihnen allen eine gute Heimfahrt. Wetzlar, alles Gute für den Rest der Saison. Wenn es bei der Entscheidung bleibt, habe ich keine Bedenken, dass ihr den Klassenerhalt schafft.
Wir können wieder etwas ruhiger in die nächsten Wochen gehen, so wie es Bernd schon gesagt hat. Und wir sehen uns alle wieder, hoffentlich in 2 Wochen hier an gleicher Stelle. Vielen Dank.